Die internationale Sechstagefahrt 1980 fand in diesem Jahr in Brioude in Frankreich statt. Das Geländefahren ist auch mein Hobby. Und so haben wir unseren Urlaub benutzt und sind mal eben nach Brioude gefahren. Was ihr jetzt hier auf Video seht, war vor mehr als 20 Jahren ein Super 8 Film. Der ist sehr oft ausgeliehen worden und natürlich dabei auch beschädigt worden. Aber das ist nun mal so, wo gehobelt wird, fallen Späne. Nichts anderes erleben wir hier auch beim Geländesport. Wir sind also in Brioude. Sechstagesport ist ein Mannschaftssport. Und ich kann euch natürlich jetzt nicht alle Namen hier nennen, aber viele von den Freunden hier weilen schon nicht mehr unter uns. Und viele Marken und viele Firmen gibt es schon gar nicht mehr. Hier sind wir bei der technischen Abnahme. Die Fahrzeuge werden plombiert. BMW ist auch dabei mit ihren großen Zweizylindern alter Art. Sie haben eine große Mannschaft aufgestellt. Und die Fahrer machen mit ihren Motorrädern doch mächtig was her. Beim Geländesport gibt es zwei Mannschaften. Das eine ist die Silbervase und das andere ist die Trophy. Und um Silbervase und Trophy geht es bei dieser Sportart. Hier wird die Lautstärke gemessen. Früher gab es hier noch Originalton, aber der hat sich verabschiedet. Und natürlich werden von den Mannschaften Erinnerungsfotos für die Zeitschriften und so weiter geschossen. Hier trifft sich alles, was im Geländesport Rang und Namen hat. Die Maschinen werden piekfein vorbereitet. Immerhin sollen sie 6 Tage lang den harten Sport und die Strapazen auf der Strecke aushalten. Und die Fahrer sind hoffentlich auch vorbereitet, um das zu schaffen. Tja, hier macht Heino Büse noch für Gravel Reklame. Das Fernsehen war damals auch dabei, aber mit kleiner Besetzung. Denn damals wie heute war es so, dass der Geländesport für die Fernsehleute nicht so ganz interessant ist. Eddie Howe ist hier für uns interessant. Gorgos hat damals die Maikos fabriziert als Ingenieur, als Chefingenieur. Stroessenreuter ist ja wohl ein ganz bekannter Name. Und Brinkmann war in der Zeit einer der ganz heißen Geländefahrer. So, jetzt geht's gleich live weiter. Viel Spaß. Die Eröffnung der Sechstagefahrt fand in einem großen Stadion statt. Hier wird zuerst die Silbervase vom Vorjahresgewinner zurückgegeben. Hier marschieren die vielen Mannschaften ein. Der Japaner, der einzige übrigens, trägt seine Fahne selbst und freut sich. Und hier marschiert gerade die DDR mit ihrer großen Mannschaft ein. Alles volkseigene Leute. Und hier die Herren in Rot, das sind die Westdeutschen, die eifrig vom Kameramann hier aufgenommen werden. Alles, was Rang und Namen hat im deutschen Geländesport, ist sehr gerne bei der Sechstagefahrt dabei.
Und vor 20 Jahren und auch heute noch waren viele der hier seriös gewandeten Herren in aller Munde. Na, wir wünschen euch alles Gute und dass ihr alle die 6 Tage gut übersteht. Die Silbervase wurde zurückgegeben und hier stolz und mit vielen Fingerabdrücken versehen gezeigt. Und hier ist der Pott, um den es in den nächsten 6 Tagen geht. Das war die Trophy. Und natürlich fängt es auch passend an zu regnen, sodass wir alle schon mal einen guten Geschmack aufs französische Wetter kriegen. Da steht der Pott. Und da stehen wir am nächsten Morgen vorm Start. Nachts hat es wolkenbruchartig geregnet. Einige Dämme im Umfeld sind gebrochen, sodass Ortschaften unter Wasser standen. Aber die Veranstaltung findet pünktlich statt und auch der Start ist selbstverständlich pünktlich und es gab für die meisten Fahrer keine Probleme. Einige Fahrer hatten allerdings auch hier schon Schwierigkeiten. Ich weiß auch nicht warum, aber den Schläuchen scheint wohl die französische Luft nicht bekommen zu sein. Und sie mussten schon am Vorstart des ersten Fahrtages ihre Reifen bzw. Schläuche wechseln. Für viele Fahrer und auch für viele Zuschauer ist der Start hier schon aufregend genug. Vor allen Dingen dann, wenn man hier noch bauliche Veränderungen am Fahrzeug vornehmen muss. Und die Betreuer der Tschechen haben sowas alles schon hinter sich. Da gibt es keine Aufregung. Da ist alles klar. So sollte es auch sein. Die großen Pfützen hier beim Start sorgen für gute Bilder, für die Filmer und Fotografen natürlich ideal. Gelassenheit und Hektik, alles findet man hier beim Start. Und hier gibt es noch was am Vergaser zu tun. Hier wird neu bedüst. Ganz neu für mich dieser Motor mit Zahnriemensteuerung. Hier wird noch viel geschraubt. Herbert macht das ganz gelassen. Und bei der BMW-Werksmannschaft macht Witthöft hier Vorbereitungen zum Start. Schöne Motorräder werden hier gezeigt. Na, hoffentlich halten die schweren bayerischen Eisenhaufen, so wie ich sie selbst gern fahren würde. Auch Herbert Schick startet hier mit viel Qualm reibungslos ab. Taktik.
Und nun warten wir alle auf den guten Start der kampfstarken Boxer. Auf geht's! Auch dieses Problem hier wird dann gemeinsam gelöst. Sehen darf natürlich keiner. Und dann geht's hinaus auf die Strecke. Ich fahre hinterher mit meinem Motorrad. Die Landschaft um Brioude ist ein ideales Urlaubsgebiet und auch ganz hervorragend geeignet zum normalen Motorradfahrer. Und wir sind hier auf Strecke und warten auf die Fahrer. Am ersten Tag sind sie natürlich alle besonders hektisch, aber das wird sich gleich legen, wenn die ersten Zeitkontrollen angelaufen worden sind. Die anspruchsvolle Streckenführung mit ihren vielen langen Steigungen stellt schon ganz schön hohe Anforderungen. Aber was ein richtiger Geländefahrer ist, der meistert das auch ohne besonders große Herzklopfen. Bisschen Kondition sollte man bei der Sechstagefahrt schon mitbringen. Wir sind nur als Touristen hier und sehen uns in dieser langen Flussbiegung die kleine Stadt an und können einfach nicht an diesem alten Kloster vorbeifahren. Aber dann besteigen wir wieder unsere geliebte Gummikuh und es geht wieder hinauf auf die Strecke. Und dort warten wir nicht lange auf die ersten Fahrer. Die erste Planungspanne des Veranstalters gab es heute Morgen. Mit 4 Fahrern pro Minute wurde die Zeitnahme an der Beschleunigungsprüfung überhaupt nicht fertig. Und als der Stau dann auch lang genug war, 40 bis 50 Fahrer haben etwa gewartet, wurde die Beschleunigungsprüfung kurzerhand aufgehoben. Und schon ging es wieder weiter, aber dieses Mal natürlich ohne diesen Test. Aber hier auf der Strecke werden sich so oder so die Fahrer und die Geister in den Motoren schon absetzen. Und wir sind gespannt, auch wie es ohne den Test weitergeht. Am Abend des ersten Tages wurde wieder wie üblich heiß gerechnet. Wir waren gut. Die Trophy lag nach Italien auf dem 2. Platz und die Silbervase war auf dem 1. Platz. So wollen wir es halten, so wollen wir bleiben. Thank you.
Die Strecke ist hart und anspruchsvoll, die Zeiten sehr schnell und jeder freut sich hier über die Abkühlung im Bachbett. Hier sind wir bei einer der vielen Sonderprüfungen. Hier wird im 10 Sekunden Abstand gestartet und ich bin mal gespannt, wie sich gleich hier die großen Zweizylinder machen werden. Die Sonderprüfung hier ist gut gesteckt. Natürlich bevorzugt die Streckenführung besonders die kleinen Klassen. Zwar nicht zu viel Bindfahrtengerödel und es macht wirklich Spaß hier zuzuschauen. Es waren auch einige hundert Zuschauer vertreten. Sagenhaft gut, wie die Burschen hier die schweren BMWs bewegen. Die große Maiko unter Rossel betätigt sich hier als BMW-Jäger. Mal sehen, was das gibt. Puh, das wäre geschafft. Aber gleich kommt's ganz knüppeldick, denn gleich kommt ein riesiger Stau an einer alten abgebrochenen Burgmauer. Wer hier auf dieser felsigen Steigung hängen bleibt, der muss schieben können. Oder wird geschoben oder wird getragen. Die berggewohnten Südländer haben es hier natürlich vor allen Dingen bei freier Strecke wesentlich leichter. Und hier wird das Material und der Mensch natürlich so oder so mächtig beansprucht. Die Männer mit den langen Beinen
haben es hier natürlich wesentlich leichter. Sie haben noch eine Chance, alleine hier hochzukommen. Aber ein paar Meter weiter sieht es schon ganz anders aus. Denn da hilft nur noch die internationale Zieh- und Schiebehilfe. Hier hat der Veranstalter reichlich viel für den Kreislauf der Fahrer getan. Und hier wird Hand über Hand jedem geholfen. Der Fahrer steht, wie alle anderen, und jetzt wünscht Heino Büse sich von vollem Herzen eine heiße Düse. Bei diesen wilden Aktionen hier am Berg ging Witthöf der Motor durch. Da hat wohl einer am Gaszug gerissen und bei der Aktion werden wohl einige Stoßstangen krumm geworden sein. Da haben mit Sicherheit die mitfahrenden Rucksackartisten vom BMW gleich allerhand zu tun. Viele haben hier am Berg Federn und Späne lassen müssen. Und die Reifen, von denen spricht man gar nicht, die wechselt man abends, denn es gibt ja gleich neue vom Metzler. Unsere Trophy hatte ganz andere Probleme. Heino Büse hatte Schwierigkeiten mit seinen Bremsen und auch Bert von Zitzewitz hatte ganz genau das gleiche Problem. Und sie konnten dementsprechend nicht so schnell fahren und kriegten hier ihre ersten Punkte. Als Privatfahrer ist man in manchen Fällen wirklich besser dran. Heute hat die Stempeluhr alles entschieden. Nur 10 Fahrer waren ohne Punkte, darunter unser hervorragend fahrender Fahrer Reinhard Christel. Bei der Silbervase geht die Führung ab an die Franzosen. Die haben mit Bleistifteintragungen in den Karten
und wahrscheinlich mit einer besonders guten Regelung die Ergebnisse so beeinflusst, dass sie jedenfalls vorne waren. Da machten natürlich einige von uns lange Gesichter. Hier im Arbeitsraum wurden die in Scharen auftretenden großen BMWs, sehr oft liebevoll bayerischer Eisenhaufen genannt, sehr bewundert. Witthöft läuft hier beim Wechsel seines brutalen Hinterreifens zur Höchstform auf. Er hat sich heute gut geschlagen und sein Motor wurde repariert und macht jetzt auch keine Probleme mehr. Die elegante blau-weiße Arbeitskleidung der Geländefahrer in den Diensten der großen Firma BMW hat natürlich auch Nachteile. Man kann, wenn man nicht auf die Startnummern guckt, sehr leicht einen Fahrer mit dem anderen verwechseln. Und das ist passiert. Und dann wurde der Falsche zur richtigen Zeit reingeschickt. Und das sollte natürlich bei der Betreuung nicht passieren. Die beiden Männer hier sind gut bei der Sache. Das Tagesziel ist erreicht. Es sind keine besonderen persönlichen Probleme aufgetreten. Und auch die Maiko hier läuft gut. Für heute habe ich genug Geländemotorräder gesehen und jetzt werde ich mich etwas zurückziehen und erstmal einen zur Brust nehmen. Na dann Prost! Am frühen Morgen fahren wir dann schon wieder mit unserer BMW ins Gelände und stricken an unserem Film weiter. Bei den heutigen B-Zeiten muss man mächtig Gas geben. Die Fahrervertreter und der Veranstalter hatten gestern Abend eine lange Sitzung. Die Zeiten waren einfach ohne Hubschrauberhilfe oder Abkürzungen nicht mehr zu fahren und das wurde eben geändert. Gut so. Überholvorgänge gab es hier auf diesen schmalen Eselswegen sehr wenige. Es war einfach nicht drin. Die harten und steinigen Strecken forderten natürlich manches Opfer. Heute haben sich zwei Mann so verletzt, Gott sei Dank nicht von unserer Mannschaft, dass sie ins Spital mussten. Auch uns, Geländetouristen, hat das Fahren hier viel Spaß gemacht, aber wir waren ja auch nicht so schnell.
Heino Güse hier hat das Problem mit seinen Bremsen immer noch nicht im Griff. Man hat zwar Belege aus Deutschland kommen lassen, aber irgendwie muss das hier falsch laufen. Die meisten Fahrer hatten heute bei den geänderten Zeiten keine größeren Probleme. Und das Fahren macht hier sichtlich Spaß. Hier macht das BMW-Fahren natürlich richtig Spaß. Bei der Schlussabrechnung heute Abend stellte sich heraus, dass die Franzosen, die die Silbervase in Angriff nahmen, doch nicht so gut waren. Wir waren wieder Zweiter hinter den Schweden. Russell mit seiner großen Maiko legt der BMW-Gruppe die Zeiten vor. Und Witthöft als nächster Verfolger hatte da so seine Probleme, diese Zeiten zu halten und dran zu bleiben. Allerdings, heute, am vierten Tag, hat sich das schon geregelt. Die Sonderprüfungszeiten von Witthöft lagen vor den Zeiten von Russell. Ich bin eben BMW-Fan. Und ich zittere etwas mit. Auf langen Etappen wurden heute über 300 Kilometer gefahren. Die heiß ersehnte Kontrolle ist zügig erreicht. Hier wird der Fahrer gut bedient. Die Betreuer sind durchweg auf Draht. Hier liegt Werkzeug. Hier gibt es was zu essen. Natürlich muss man auch an die Maschine denken. Hier wird auch eben schnell die Kette gespannt und geschmiert. Hier werden die Zeiten nochmal ausgerechnet. Hier wird Trost und Rat gespendet und dann geht's weiter. Und natürlich hat man auch hier das Tanken mit Sicherheit nicht vergessen. Der tolle Sound klingt noch etwas
in meinen Ohren nach. Ein schneller Blick auf die Burg. Aber dann fahren wir schon zur Sonderprüfung und dort geht es um die Sekundenbruchteile. Eine böse Nachricht erreichte mich hier. Eddie Howe und Reinhard Christel hatten Pech. Sie hatten unverschuldete Unfälle, mussten beide ins Krankenhaus. Das Zitterspiel Trophy ist daher zu Ende. Beide waren Gott sei Dank nur leicht verletzt, unsere Trophy allerdings gründlich geplatzt. Erfreuliches gab es allerdings von unserer Silbervasenmannschaft zu berichten. Sie lagen ganz knapp hinter den führenden Schweden und das kann sich ja nur noch bessern. Unser Silbervasenmann Arnulf Teuchert hatte heute große Probleme mit seinem Motorrad. Der Motor fiel ihm fast aus dem Rahmen. Es waren allerdings nur die Gummisilentblöcke. Normalerweise, also Kleinkram, aber unserem Sport Sieg oder Niederlage.
Das betröppelte Gesicht sieht man Gott sei Dank nicht. Allerdings, der alte Kämpfer Schütz hat hier offensichtlich seine Antriebswelle abgedreht. Die gute Kondition vom ersten Fahrtag ist nun dahin. Jetzt heißt das kämpfen, kämpfen. Jede Sekunde zählt, gib Gas. Der lange Herbert Scheck auf seiner Maiko wird begeistert angefeuert. Deutsche Fahrer sind in diesen langen Tagen mit diversen Schäden auf der Strecke geblieben. Die meisten dieser 28 Ausfälle geschahen durch technische Probleme. Zwei davon geschahen allerdings durch Unfälle leichter Art und ich kann da nur sagen, gute Besserung, ihr beiden. Und jeder sagt sich natürlich, wenn ich es bis hier geschafft habe, werde ich den Rest heute Abend und morgen auch noch schaffen. Und mit tatkräftiger Unterstützung der vielen Helfer wird das mit Sicherheit auch klappen. Da bin ich ganz optimistisch. Auch die ganz vorn liegenden Italiener haben mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen und kommen auf den letzten Drücker an der Uhr an. Na, und wer heute den fünften Tag geschafft hat und sich nicht ablenken lässt, der wird auch morgen beim Schlussrennen gut dabei sein. Die Geländefahrer haben am sechsten Tag noch etwa 100 Kilometer zu fahren.
Wir allerdings fahren direkt zur Sonderprüfung. Büse gönnt seiner Maiko hier eine neue Kette. Und erst kommt die Freude am Schrauben und dann kommt natürlich die Freude am Fahren. Alles klar. Und gleich geht's an den Start und auf die letzte Etappe zur Sonderprüfung. Hier beim Start kommt es auf jede Sekunde an. Hier schlägt sogar das Herz der Fahrer, manchmal im Sekundentakt. Die Maikos kommen gut weg. Na, und das Problem beim Antreten, das kennen wir natürlich. Da braucht schon lange Beine, um da ohne Cola-Kiste an den Kickstarter zu kommen. Na, auch das ist geschafft. Für diese schönen Gebäude haben die Fahrer natürlich keine Zeit. Sie blasen das letzte Stück auf der Strecke und sind gleich da, wo es heute drauf ankommt. Großmutter auf der Bank lässt sich gar nicht stören. Motorradfahrer sind eben nette Menschen. Ganz schnell werden hier noch neue Reifen aufgezogen und dann ist hinter meinem Rücken auch schon der erste Start. Und ich muss sagen, die Zündab-Leute lassen es hier richtig krachen. Und die Ergebnisse der Zeitnahme konnten sich bei uns wirklich sehen lassen. Zünderfahrer Kreuz überquert die Ziellinie als erster. Und jetzt wird überall heiß gerechnet bei den Betreuern. Und mancher zittert mit gedrückten Daumen mit. Circa 10.000 Zuschauer haben sich hier beim Abschlussrennen eingefunden und bekamen großartigen Sport zu sehen. Unser Fahrer Bert von Zitzewitz kam hier beim Start schlecht weg. Aber mit viel Einsatz kam er vom letzten Platz auf Platz 4.
kam auf 37,4 Differenzpunkte, ein sehr guter Wert. Unsere Fahrer haben hier hart attackiert und gute und Spitzenplätze herausgefahren. Inzwischen sah es sehr gut für unsere Silbervasen-Mannschaft aus. Wir sind ganz hart dran. Hoffentlich bleibt's so. Unsere Silbervasen-Mannschaft liegt jetzt haarscharf vor den stark fahrenden Schweden. Wir drücken die Daumen. Als letzter Fahrer unserer Silbervasen-Mannschaft startet nachher Rolf Witthöft mit seiner BMW. Da sind wir aber gespannt. Eddie Howe kann schon wieder lachen. Arnulf Teuchert hat hier ein kleines Problem mit seiner rechten Hand. Witthöft schaut sich die anderen Fahrer an. Und hier gab es recht viel Interessantes zu sehen. Und natürlich wird hier auch vorbereitet. Und hier was ganz Kompliziertes. Hier sehen Sie Fachleute vom BMW beim Studium von Schwingungsproblemen. Und das ist eben die Versuchsabteilung, die ist immer kernig dabei. Die vielen Zuschauer hier waren vom gezeigten Sport natürlich begeistert. Hautnah dabei sein, das war auch für uns die Devise. Und immerhin, im Urlaub kriegt man ja nicht immer so viel Schönes zu sehen, wie hier die vielen Geländefahrer, wenn es auch manchmal etwas anstrengend ist und natürlich müde macht. Tollen Sport bekommen wir hier zu sehen. Schöne Erinnerungen für später halten wir, wie er hier mit der Kamera fest. Jeder Fahrer hat auch hier vor dem Start seinen ganz persönlichen Betreuer. Und hier ist die kleine Familie, die Papa aufmuntert und ihm natürlich ein paar gute Sprüche mit auf den Weg gibt. Ja.
Hier läuft jetzt das Schlussrennen der großen Klasse. Unser Mann Witthöft kam ganz prima weg. Wir sind gespannt. Viel Mut und auch viel Talent gehört dazu, die BMW hier auf dem Kurs so zu bewegen. Er ist ganz vorne und bleibt es. Alle Fahrer geben hier nochmal ihr Bestes. Und so ein wilder BMW-Reiter ist ganz schwer zu überholen. Dieser Sturz hier brachte Heino um einen der vorderen Plätze. Er war aber gut für meine Kamera, denn sowas sieht man immer wieder gerne. Es darf nichts dabei passieren. Die Fans sind begeistert. Die großen und bisschen Zweitakter haben es mir sehr angetan. Sie sind natürlich auch viel leichter zu fahren als eine große BMW hier im Gelände. Aber Witthöft hält immer noch die Führung und ist sehr gut dabei. Hier beim Schlussrennen sind alle Zuschauer noch mal voll auf ihre Kosten gekommen. Und die Sextare haben uns bis jetzt viel Spaß gebracht. Inzwischen ist das Schlussrennen abgewunken worden. Freunde, jetzt aber schnell umziehen, denn gleich folgt schon die Siegerehrung. Die Silbervase ist unser. Stolz, glücklich und zufrieden steht unsere Mannschaft auf dem Podium und jeder darf das gute Stück mal kurz in der Hand halten. Er hat ja auch hart dafür gekämpft. Die Trophy wurde von den hervorragend fahrenden Italienern erkämpft. Wir gratulieren. Und die Mannschaft wird mit Sicherheit auch diesen tollen Pokal im nächsten Jahr auf der Insel Elba heiß verteidigen. Und wir sind dabei.